Hey, hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Andi, der Sack ist endlich wieder am Start und es geht weiter. Nach derbsten Aufnahmeproblemen und einem Haken, den wir einfach vergessen haben zu machen, ne? Tja, der Haken hat uns davon abgehalten, monatelang weiterzumachen. Okay. Weiter geht's. Jetzt gehen wir mal den Weg, den Andi nicht schon vor langer Zeit gehen wollte. Ja, auf mich hört da hier keiner. Mit den geilen Anmerkungen, die ich da reingehauen hab. Mal schauen, wie viele Schimpfworte wir diesmal drin haben. Das war echt Rage. Oh! Motherfucker, ich piss dir ins Gesicht, ey. Hässliches Stück Protoplasma, ey. Wieso laufen wir eigentlich hier? Das ist voll gegen der Richtung. Weil wir voll cool und hip sind. Wir bewegen uns gegen den Strom. Ja, denn nur so kommt man zur Quelle. Und killen ein paar Dämonenritter. Die sich im Gegensatz zu anderen Gegnern auch mal treffen lassen. Dämonenritter! Deine Mutter knickt beim Juck und mit der Ecke die große in die kleine. Auch schon wieder 2 Monate her hier bald. Echt? Nee, Zeit vergeht, also ne? Zeit vergeht. 6 Wochen bestimmt. Mindestens. Komm, bis du hier antanzt, was wir jetzt mittlerweile festgemacht haben. Nachdem Andi nach 4 Wochen wieder rausgefunden hat, wie man ins Internet kommt. Hat lange gedauert. Muss man einfach dazu sagen. Internet ist nicht so meins. So, PC anmachen schwierig. Da musst du erstmal den Stecker finden. Ich hab's gemerkt, das hat lange gedauert. Aber du hast einen neuen Rechner, hab ich gehört. Derbst. Gut, dass wir so auf das Thema eingegangen sind. Ich hab gerade überlegt, eigentlich versuchst du nur gerade von dir abzulenken. Ja, siehst du, hat geklappt, oder nicht? Und ladet irgendwelche Parts hoch, die seit 3 Jahren auf der Festplatte hat und tut so, als wäre es neues Material. Was denn? Meinst du Resi oder was? Nein, ich meinte jetzt hier so Haunted oder wie es heißt und so. Ach, nix gegen Horn. Nur seit... Es sieht irgendwie gar nicht so gruselig aus. Ist es wirklich so gruselig, wenn man spielt? Weil es sieht so aus wie so ein Slender auf Speed irgendwie. Ist es auch. Also sagen wir so... Ich fand's jetzt nicht so ultra gruselig. Naja, dafür holst du aber wie ein schönes Mädchen dabei. Ah, komm. Ach so, Schauspielerei. Ja, das. Das ist Entertainment, mein Freund. Nein, aber sagen wir so, wenn du dich. Du musst dich in solche Spiele einfach reindenken. Ich hatte mal einen Kumpel, der. Also, Kumpel in Anführungszeichen, den Bruder von einem Kumpel. Der ist durchs Slender gelaufen, von der einen Ecke des Waldes bis zur anderen und meinte, ich bin doch gerade dumm durch den Wald gelaufen. Was ist denn Tolles drin? Nee, Slender ist awesome. Will ich demnächst auch mal ein Part hochladen und aus Bock. Sehr gut. Jetzt, wo ich es kann. Hm. Ja, das ist ein neuer Rechner. Um wieder eine super Überleitung zu schaffen. Yeah. Der Zug ist richtig, ne? Wir kommen in der Kölner U-Bahn. Moonwalking Zombies. Packen die sich an den Schwanz, wenn ich die angreife? So, Michael Jackson, ohne Scheiß, machen Moonwalking, packen sie an den Schwanz. Das ist Thriller all over again. Wäre doch ein netter Insider hier. Die Michael Jackson Zombies. Passt sogar. Naja, ja. Oh Gott, ich weiß sogar, woran du gerade gedacht hast. Hm? Trailer! Nee, weil wir so kindermäßig sind. Ach so, ja. Du hast recht! Oh! Wieder Witze auf allerleckerstem Niveau heute. Jo, so lecker wie Kraftwasser. Ah, auf meinen Kopf. Das ist am effektivsten. Hallo, Herr Zombie. Jetzt hopp zu springen, ich mag dich nicht. Zombie-Schnetzeln kennen wir es ja aus und irgendwann wird Andi auch die restlichen 5 Parts hochladen, die seit 3 Jahren auf seiner Festplatte liegen. Sind nur noch 3, aber die wollte ich eigentlich morgen Abend rendern, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ja meine Platte jetzt für ein paar Wochen nicht. Wie im letzten Part, wo Andi eigentlich nur eine Treppe hoch und runter ging und sein Inventar gemanagt hat. Guck mal, eiskalt alleine. Guck mal, sogar mit Schatztrüchen. Nur für dich. Zu gütig. Secret of Mana mit Andi in dem Sack. Oh yeah. Bonbons schmeißen und wir gewinnen mit viel Luck. Und gleich haben wir 30 Abonnenten weniger, weil wir anfangen zu singen. Das sollten wir echt machen, ansonsten werden die uns umbringen. Bin ja mal gespannt, wie viel Andi für seinen 500 Abonnenten Special auszieht. Da sitzt er in einem Boxershort da. Dieses Stück Scheiße. Ja, ich mach Game Tales halb nackt. Wer das sehen will. Naja, für deinen ab 18 Kanal. Ja, genau. Da gibt Andi dann Stellungstipps. Ich hab auch noch Andi Vanier Uncensored. Da öffne ich dann pro Video einen Knopf mehr. Bis ich an den Sock angekommen bin. Anstatt wahre Liebe heißt es dann wahre Andi. Nee, wahre Triebe. Bin ich so langsam. Jetzt zockt Resi 5 wirklich durch, ne? Ich denk schon. Was wir auch noch tun werden. Oder du und ich als dein Gast. Wenn du da mal ankommst. Aber bis dahin haben wir viele andere geile Resi-Teile vor uns. Ja, und ich möchte auch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, mit dir einen Umbrella Chronicles Run machen oder einen Darkseid Chronicles Run. Können wir gerne auch machen. Kümmerst du dich um die Tomatenfotze da oben?
probier's. Bevor wir kackt. Ich glaube, das macht er jetzt schon. Oh mein Gott, er hat den Pogepusher ausgekackt. Pogepusher, Andi, wir sind erledigt. Weg hier. Nein, nein, nein. Hilfe. Ich muss mein Schwert doch aufladen. Lass mich denn erledigen. Wo kommt der denn her? Pussy. Walnuss. Oh gut, wir haben 4 Stück. Ich dachte schon, wir wären voll am Arsch. Alle die Fragen, wo bist du gewesen? Kann ich nur sagen, halt deine Phrasen. Weißt du, woran er mich erinnert, Mr. Popo? Du hast recht. Mit der dicken Lippe. Wir haben jetzt Ask, habe ich gehört. Wir haben was? Achso. Wir haben Ask. Ja, man kann dich mit pornösen Fragen löchern. Ja, wie zum Beispiel Andi, warum hast du kein Leben? Oder Andi, wie kann ich so cool sein und mir Hemden aufknöpfen wie du? Ganz einfach. Du machst den Knopf auf, legst ein bisschen Swag auf, isst ein paar Spaghetti oder nee, so, und dann passt die Sache. Was, stirbst du mal, Junge? Nee, er ist voll cool. Er ist voll Afro, Alter. Der hat aber auch Vigra auf HP gekoppelt, um einen Final Fantasy 8 Installer zu machen. So, ich glaube, wir sind genug U-Bahn gefahren. Wir steigen mal aus, obwohl sie noch gefahren ist. Yeah! Oh nee, ich habe schlechte Erinnerungen an die Viecher. Ach was? Nur weil die sich ver50-fachen können oder so? Ja, und nicht treffbar sind? Oder das waren andere Gegner? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Nee, die konnten keine Zauber ab. Die konnten Zauber ab. Irgendwie so. Ach nee, der hat sich verwandelt, wa? In die Ente. Cool. Stirb, Ente. Er hat sich verwandelt, denn der Gegner, den wir voll easy snacken können. Aber selbst dafür sind wir zu doof. Oh, jetzt sind es nur noch Enten. Oh yeah. Die. Ja. Duck. Na, du Arschloch-Ente, ey. So, wir kämpfen uns hier noch ein bisschen durch, denn es kommen noch harte Bossgegner auf uns zu. Wie weit sind wir denn jetzt mal im Spiel, um aus dem Resümee nach knapp 50 Parts zu machen? 75% würde ich schätzen. 70 bis 75. Auf jeden Fall, ja. Doch, doch. Im Grunde kommen jetzt eine Menge Bosse. Ja, das kriegen wir doch easy geregelt. Komm mit, du Ente. Du bist ja vergewaltigt in der Ecke. Ha, den hab ich auch noch mit dir erwischt, ey. Und die Mana-Festung steigt bald auf. Aua. Ich wollte dir mein Schwert reinrammen. Ungefähr so. Junge, du sollst dich korpulieren, du sollst ihn... Oh, ja, mach mir eine Eisklinge, Baby. Du sollst ihn dekapitulieren. Denunzieren. Oh, cool. Yeah, Lisa Peitsche. Peitschnapp. So. Wann holst du echt mal ein Smartphone, Junge? Wozu? Damit es zu haben. Damit du mich... Ja, voll sinnvoll. Damit du mich noch mehr belabern kannst. Damit ich hier jeden Abend ein Bild von meinem Pimmel schicken kann. Bitte mal, wenn du Döner holst, ey, lass mal labern. Ja, ja. Du kennst doch diese, jeden Morgen ein Bild von seinem Gesicht machen für 3 Jahre. Das mache ich mit meinem Pimmel für dich. Kannst du da nicht ein YouTube-Video machen für Andi Vanni Uncensored? Ach, meinst du, er sieht in 3 Jahren anders aus? Weiß ich nicht, das will ich herausfinden. Das ist das Ziel meiner Forschung. Ich glaube, dein Sack ist noch genauso runzlig, wenn du... Oh, scheiße. Wenn ich tot bin, heil mich schnell! Nee, das war schon zu spät, glaube ich. Das sagst du nur, weil du mich tot sehen willst. Die sind ganz stark. Ich glaube, davor wurden wir in den Kommentaren auch mal gewarnt. Ich hab's noch nicht ernst genommen. Jetzt ist Andi gestorben. Ach, ja, ne? Ey, kann man ja sterben jetzt wechsel doch mal zu deinem Charakter. Oh, ich bin immer noch Lisa. Ich hab mich schon gewundert. Ja. Ob ich da nicht auflädt, oder ist recht. Du Charakterbesetzer. Halt dein Maul, Mann. Wir machen einen schönen Tofu-Run, würde ich sagen. Jo. Wir können es dann. Pass auf, wir können es ja machen, bis es jeder einmal geschafft hat und schnibbeln dann einfach ein Best-of rein. Ja, kurze Planerläuterung nochmal. Das haben wir vorhin ein bisschen offline gelabert. Oh, Andi, stirb nicht schon wieder. Alter. Oh, heilige Kacke. Okay, Mann. Du lebst noch. Ja, ich lebe ja noch. Nee, Andi hat ja schon groß Pläne geschmiedet auf seine Ars-Delta, dass er mit seiner Box und seiner TV-Karte hier vorbeirauschen will. Irgendwann mal demnächst. Und dann Code Veronica HD durchzocken. Ich werde daneben setzen und sabbern, weil es einfach nur schön aussieht. Du wirst zocken, mein Freund. Ich soll zocken. Achso, weil ich gerade den Speedrun vorbereite, ja. Ja, genau. Dann können wir nämlich richtig schön Professional Gameplay zeigen. Außerdem ist es ist dein Teil quasi. Dann darf ich mal auf Andis Kanal zocken. Welche Ehre. Genau. Zumal du dich ja beim Profi-Run drauf konzentrieren musst. Und ich ja dann auf meinem Kanal sowieso dann mehr quatsche. Von daher... Awesome. Ich passe dann ja, das wird feinstes Equipment werden, schön mit Standmikro. Da werden wir mal nicht so flüstern wie bei Obscure. Mhm. Wo man uns super gehört hat. Fuck! Du kannst. Warte. Ich kann uns ja auch, wenn Helf du. Helf mir! Schlag zu! Wen? Den links unten. Bei mir. Bin dabei. Oder heil uns erstmal. Foster. So. Was machst du denn hier links? Hier unten? Versuche. Genau. Alter.
Alter! Vergewaltige den Controller nicht, guck mal! Ich wollte mich schon mal auf Code Veronica vorbereiten, wo ich das letzte Mal durchgespielt habe, hat Alexia mich auch wieder hochgehen lassen. Echt? So zum Kotzen, Alter. Wenn du keine Magnum dabei hast. Aber im Hauptspiel kann man die zum Glück einfach mitnehmen und muss nicht darauf hoffen, sie zu finden. Dann machen wir auch mal Battle Mode. Ja, das ich ist ja auf 60 Hertz, wird das ein Klacks werden. Ich hab's ja auch ein paar Mal versucht gegen Alexia, aber ich habe auch die Magnum nie bekommen. Nie. Aber ich habe gelesen, dass es ein anderer Trigger ist, je schneller du bist. Wie oft bist du, bist du bis zur Slot Machine gekommen? Also wie oft hast du gespielt bis dahin? Ich glaube 5 Mal oder so. Boah, krass, ich dachte, ich bin der Einzige, der es nie gekriegt hat. Nee, 5 Mal. Aber wie gesagt, ich dachte mir, es kann nicht sein. Habe ich ein paar Foren durchgelesen und die meinten, dass es auch daran liegen kann, dass du eine gewisse Zeit hast, bis du dahin gehst. Und je früher du da hinkommst quasi, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es kriegst. Okay. Ah, das ist schon knüppelhart, weil du brauchst immer eine Weile, weil du alle messern musst. Ja, na klar, vor allen Dingen, ich muss sagen, die Hunter ficken einen ja richtig, Mann. Ja, die Gifthunter. Die Zombies musst du alle in die Knie messern. Ja, das ist Code Veronica. Du machst damit 2 Hits, weil du ja jedes Bein einmal triffst. Heilen. Jo, warte. Gib mich Heile! Geh mal da weg. Oh, unterwegs. Ja, jedenfalls, Code Veronica HD. Jetzt freue ich mich nochmal drauf, wo ich weiß, dass ich zocken darf. Und ja, wir werden dann auch wahrscheinlich wie geplant Resident Evil Revelations machen. Andi, was macht Revelations so aus? Also ich persönlich muss sagen, ich hab ja damals, wer mich privat kennt oder wer öfter mit mir quatscht, ich habe mich ja immer bei Resi 5 ausgelassen. Das ist ein scheiß Resident Evil. Das war ein gutes Spiel, aber es ist ein scheiß Resident Evil. Und nachdem ich mir jetzt letztens Revelations gegeben habe, muss ich sagen, das hätte ich mir gerne als Resi 5 gewünscht, weil es viel richtig macht. Es hat wirklich viel Survival Horror. Es ist quasi wie Lost in Nightmares, nur halt eben länger. Hat ein interessantes Item-Menü. Du kannst halt eben deine Waffen interessant aufleveln, was ziemlich viel Spaß macht. Die Bosse sind das Setting super. Das Setting ist auch ganz interessant, oder? So Wasser war noch nicht so oft, so Schiff. Ja, das stimmt, Schiff. Und vor allen Dingen hat es auch 1-2 interessante Plot-Twists. Ich weiß nicht, ob du das bisher schon mal gespielt hast. Nee, da kenne ich mich noch gar nicht aus. Und die Story ist endlich mal durchdacht und weniger Hollywood-Klischee. Es ist nicht ganz klischeelos, aber es ist ein bisschen durchdacht. Du meinst, es ist nicht das übliche, ich erober die Welt? Nicht wirklich, also es steckt da schon ein kleines bisschen mehr drin, muss ich sagen. Warte, hier durch vielleicht noch? Ah ja, du hast es gefunden. Awesome! Und ist schon mehr am Verrecken, der Junge. Ja, ich kämpfe einfach hier um mein Leben für das LP, weißt du? Ich muss sagen, so Resi 5 im Koop ist echt awesome, weil das Spiel hat auch immer ein ganz anderes Flair, als wenn man es alleine zockt mit dem PC-Kumpel. Wo ich bei dir auf der Xbox gezockt habe, mit dem Computer. Ist kein Vergleich irgendwie. Wenn man sich so gegenseitig so... Naja, ist halt Koop, da ist es echt super, muss ich sagen. Ja. Ist Wahnsinn, das ist auf einmal ein ganz anderes Spiel. Aber ja, vor allen Dingen, wenn du es auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst, weil ich hab einen Kumpel ja gehabt, der das auch super gerne mit mir gespielt hat, so. Ja, wir haben es auch auf Veteranen angefangen jetzt, deswegen. Ist echt eine gute Idee. Habt ihr schon aufgelevelte Waffen? Nee, noch gar nicht. Wir haben gerade das erste Kapitel beendet, wo man diesen Typen in der Hochofenanlage verbrennen muss, 2-mal. Ah, ja. Das ist ganz lustig, wenn du den Raketenwerfer hast. Nein, nicht da lang. Ja, ich weiß, zurück. Ist der mit einem Schuss platt? Ja, sowas hatten wir nicht. Es geht weiter. Wer hat denn gesprochen? Du. Irgendwie. Ich spreche einfach mal wie ein Franzosen. Ey, oder so. Ey, junger Mann! Genau. Man sagt, du seist der legendäre Mann, Arista. Stimmt das etwa? Naja, auf jeden Fall ist ein schönes Schwert, das du da hast. Gib's mir. Genau, gib's ihm. Gib's ihm. Sei jetzt still. Nach Thrillboy haben wir jetzt einen neuen Roboter. Sie nennen ihn Kilroy. Oh Gott. Ihr seid so kreativ. Ich glaube, das ist die dritte Form, das dritte Mal, dass wir neben kämpfen. Boah. Hallo. Energieschild. Schön für dich. Oh. Geh mal sterben. Das ist das Energieschild, hast du gerade gehört? Bing! Das war das Energieschild. Er ist quasi unverwundbar gerade. Blöde Stück Scheiße. Wir müssen das Energieschild runterkriegen. Bing! So viel Treffer hält es aber nicht aus. Dieser Zauber wird übrigens sehr nützlich werden beim Endboss, weil wir sonst da mit 1-2 Treffern geraped werden. Der zieht uns dann nämlich. Bing! Ich könnte ihn aber, glaube ich, mit Zaubern bearbeiten. Ich glaube, das mache ich mal. Hast du keine Soundeffekte oder machst du den Scheiß selber? Bing! Deine Glücksmurmel! Ich kann ihn ja mal. Oh.
Oh, jetzt ist es durchbrochen. Ich kann mal gucken, wie viel MP der hat. Nicht, dass der das jetzt 1000 Mal macht. Wäre leicht dezent nervig. Okay, er hat nicht viel KP. Aber wahrscheinlich sein Kack-Energieschild. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie viel MP der hat. Boah. 17 von 33 hat er noch. Okay, dann der Zauber ist teuer. Dann ist er weit weg. Er kann ja aber auch einfach mal gar nichts, ey. Sagte ich, und es starben drei Leute. Hoch mit dir! Ah, fuck, fuck! Oh, beinahe hätte er Lisa gekillt. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal alle fresh heilen. Kind of. So ein bisschen, einfach, so ein bisschen rumtanzt. So ein bisschen frische Punika. Er macht gerade ein bisschen den Robot. Bams. Boom. Na, jedenfalls gibt es dann Code Veronica und Revelations. Feinster hat super Qualität auf Anis Kanal. Oh, glaub mir, Leute, das wird leckerst ohne Ende. Da wird er sich ewig einen drauf absabbern. Und bis dahin haben wir Zero auch durch. Davon gehe ich einfach mal aus. Wenn du Lust hast, können wir ja Sonntag oder Montag nochmal eine Zero-Session machen. Bis dahin lade ich dann die anderen Parts mal hoch. Wie gesagt, ich schneide die morgen. Bin ich gern dabei, mein Freund. Sehr gut. Bam. Und let's go! Das ging aber ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, das ist eher so ein lustiger Endboss. So. Oh, schon wieder. Dann haben die aber die drei Typen sind so eine Art Team Rocket von Secret of Mana. Im Grunde haben sie nichts drauf, aber sie nerven ab und zu. Aufbehalten. Digga, ich will mein Schwert auf, ne? Was weißt du? Du schuldest mir noch ein Schwert auf. Du hast letztes Mal erst eins gekriegt. Ja, und ist mir egal. Oh nein, dieser Junge ist tatsächlich der Mana-Ritter. So ein Mies. Ich hätte ihn nicht unterschätzen sollen. Lass uns abhauen, Jungs. Und du klickst nicht mal so schnell den Text weg, du Arschloch. Genau. Wieso ist die Stimme zu? Wieso hat ein Skorpion auf dem Ruf? Ist das Skorpion, man? Voll fesches Detail in dem Pixelbrei. Hey, es hat sich gereimt. Oh, Epic Music is back. Dim, 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 dim. Andi stinkt. Andi stinkt so sehr. Das ist schon gar nicht mehr schön. Ich muss dir noch dein verspätetes Geburtstagsgeschenk mitbringen. Theoretisch könnten wir da schon mehr Geschenketausch machen. Ja, genau. Ach, wenn du kommst, dann überhäufen wir uns gegenseitig einfach mit Geschenken und Eierkraulen. Oh Gott. Oh, danke für das Geschenk. Oh, ich danke dir. Kann man diesen Moment noch homoerotischer machen? Weiß ich nicht. Darf ich eine Mütze behalten? Ja, die hast du ja noch. Noch ist sie nicht kalt, noch will ich sie dir sicherlich nicht wegnehmen. Ich brauch sie im Sommer. Ach, ich kauf dir die Raffe 100 Euro. Was kaufst du mir? Glaub mir, da sind Substanzen drin. Die gehören mir. Sag mal, müssen wir eigentlich hoch? Sei vorsichtig! Was? Wer sagt das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und warum nervt uns schon wieder dieser Fuck-Skorpion? Man könnte meinen, wir hätten langsam ein Level, um ihn zu vernichten. Und tot. Und schon unser Tod. Wir sind ja im Grunde durch den Untergrund, haben uns durchgekämpft. Vielleicht geht's jetzt hier auf magische Weise hier oben wieder weiter. Hauptsache alle schlagen hin und her. Ich will doch einfach nur leben. Hast du irgendwas zu sagen? Sag ich vorsichtig. Was? Wir haben hier den vorhin telepathisch angelabert. Er hat's einfach runtergebrüllt. Blobber Arsch. Ich hab Level 6. Mal gucken, was für ein fescher Angriff ist. Ey, du killst das Ding ja gleich. Schämst du dich nicht? Nee, dezent nicht. So, erledigt. Du darfst ihn einfach nur nicht zu Wort kommen lassen. Ja, geh ab, Junge. Warte, ich komme. Ich wollte diesen Pimmelritter da unten eigentlich platt machen, aber... Du kannst den Pimmel hier töten. Ah, so langsam hauen wir die mal wirklich weg hier. Oder auch nicht. Ja, der dachte sich einfach, nö, ich werde jetzt nicht mehr angegriffen. Blödes Stück Scheiße, stirb endlich. Bams! Geht doch! So, die hauen wir jetzt auch noch weg. Ja, aber locker. Ja, die sind ja keine Herausforderung. Und Victor, nee. Und Victor haben wir auch noch weg. Ach, Victor, ey.